Gut, hallo zusammen. Ich bin Björn Hacke, Vorsitzender vom ADFC Freiburg und begrüße euch recht herzlich zu den Freiburger Radgesprächen, eine Serie, die wir letztes Jahr mal gestartet haben in Corona-Zeiten. Und das ist jetzt für dieses Jahr das erste Gespräch, das wir hier anbieten. Und dieses Mal in Kooperation mit dem VCD Südbaden. Der Fabian Kern, der Geschäftsführer vom VCD, wird uns heute einen Zwischenstand präsentieren vom Freiburger Rad- und Fußentscheid. Nein, Fuß- und Radentscheid, so rum. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, dass der Gemeinderat das beschlossen hat. Ganz kurz noch zum Organisatorischen. Der Fabian wird jetzt erstmal den Vortrag halten. Und Fragen wird man dann oft danach verlegen. Das heißt, wir haben jetzt auch Kameras und Mikros aus, weil wir doch relativ viele sind. Es haben sich fast 50 Leute angemeldet. Also es wird wahrscheinlich noch ein bisschen voller werden. Genau. Wenn ihr auf zukünftige Freiburger Radgespräche eingeladen werden wollt, ich werde gleich im Chat nochmal unsere E-Mail-Adresse posten. Könnt ihr euch einfach kurz bei uns melden per E-Mail. Einfach Verteiler Radgespräche in Betreff schreiben. Eure E-Mail-Adresse und dann können wir euch da aufnehmen. Wir machen das so, ja, 3, 4 Mal im Jahr. Genau. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Fabian, dann darfst du loslegen. Alles klar, vielen Dank an Björn auch für die Kooperation. Ich habe euch eine Präsentation mitgebracht. Ich habe die auch gleich zum Download freigegeben. Also ihr könnt die links unten, gibt es an den Folien so einen kleinen Pfeil, dann könnt ihr sie dort direkt runterladen. Ich bin, wie gesagt, Geschäftsführer vom VCD Regionalverband Südbaden, aber auch Vertrauensperson vom Fuß- und Radentscheid. Deswegen auch so die beiden Logos auf den Folien. Und ich würde gerne eine erste Zwischenbilanz ziehen von eben einem Jahr Fuß- und Radentscheid. Was ist seitdem passiert in Freiburg? Und wir haben hier eine Postkarte, die wir mal gelayoutet haben. Ja, so zum Spaß. Die ist nie wirklich groß zum Einsatz gekommen, aber sie illustriert so ein bisschen, wie dann doch so viel Platz für gerade in Kreuzungssituationen für den Pkw-Verkehr zur Verfügung steht, auch in Freiburg. Zur Struktur des Vortrags. Ich würde erst so ein bisschen darauf eingehen, wo standen wir zu Beginn des Fuß- und Radentscheids, also im Dezember 2020. Welche Radverkehrsprojekte seitdem fertiggestellt sind, im Bau sind, in Planung. Ich werde jetzt nicht auf alle eingehen, die in Planung sind, sondern eher die, die jetzt eben schon fertig sind im Bau oder jetzt in Kürze beginnen. Auch bei den Fußverkehrsprojekten werde ich so halten und dann werde ich am Ende auf die Kommunikation ein bisschen eingehen. Das ist auch ein wichtiges Element bei der Fuß- und Radverkehrsplanung und werde dann so ein Fazit ziehen. Also das Fazit taucht jetzt in der Struktur nicht groß auf, aber wird dann vermutlich doch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ja, das, was, wie lief es, als wir sozusagen im Dezember 2020 dann den Radentscheid oder den Fuß- und Radentscheid beschlossen hatten? Zu dem Zeitpunkt waren so vielleicht grob die Hälfte des Radkonzepts 2020 umgesetzt. Das ist im April 2013 beschlossen worden. Also der Anspruch war da ein bisschen höher oder die Erwartungen, was man auch umgesetzt kriegt, vielleicht waren etwas höher. Dann wurde ein großes Maßnahmenpaket eben beschlossen und einige dieser Maßnahmen werden jetzt auch Teil dieses Vortrags werden, auf jeden Fall. Wir hatten beim Thema Fußverkehr im Dezember noch eine Aktion vom Oberbürgermeister auf Instagram promoted, wo er dann an Weihnachten, Heiligabend, glaube ich, statt den Gemeindevollzugsdienst losgeschickt hat, um lustige Grüße vom Weihnachtsmann zu bestellen, statt Strafzettel wegen Falschparkens zu verteilen. Und ja, das kurz nachdem der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt hat, explizit Gehwegparken auch nach dem Erlass des Landesverkehrsministeriums, darauf komme ich nachher mal zu sprechen, zu ahnden. Also aus unserer Sicht ging da viel noch in die falsche Richtung oder war nicht schnell genug. Aber dann kamen ja viele Maßnahmen. Schon im Dezember 2020 wurden viele Maßnahmen wie Fahrradstraßen umgesetzt. Also das ist jetzt nur hier ein Ausschnitt. Ich habe jetzt nicht alle Fahrradstraßen da aufgenommen, das waren noch deutlich mehr. Aber was ich sehr wichtig finde, ist dieser Bio-Korridor. Also der heißt Betzenhausen Innenstadt Oberau-Korridor im Radverkehrskonzept 2020. Jetzt nicht Bio, wie wir das nennen. Zur Verordnung, diese Linie hier unten ist der FR1. Und das hier ist sozusagen eine Innenstadtumgehung für den FR1, der in diesem Bereich auch relativ schmal ist. Und deswegen halte ich den auch für sehr wichtig, diesen Korridor.
Und dort sind dann in der Belfortstraße zum Beispiel, Rempartstraße, Wallstraße, ist Fahrradstraße ausgewiesen worden, schon im Dezember. Und wir haben dort einen Tellrahmsensor hängen im Zündstoff. Und siehe da, es ist auch tatsächlich so, dass knapp 50% des Verkehrsanteils ist Radverkehr, also der deutlich größte Anteil, 37% ist Pkw-Verkehr. Und Fußgänger werden, glaube ich, nur zur Hälfte einbezogen hier, weil der Sensor so hängt, dass er den einen Gehweg nicht sieht. Das ist ein optischer Sensor. Genau, aber grundsätzlich ist es dort auf jeden Fall eine Verbesserung eingetreten aus unserer Sicht. Die Maßnahme in der Rempartstraße, das war leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Also das Gute an dieser Maßnahme ist, dass eigentlich hier keine Autos mehr rauskommen sollen und dann dieser Abbiegeverkehr hier nicht mehr die Fahrradstraße kreuzt. Das finden wir positiv. Aber wir haben jetzt gehört, dass dieser Versuch eben nicht weitergeführt wird. Und das ist leider auch ein Kritikpunkt. Also weil uns es nicht klar geworden ist, warum der nicht weitergeführt ist. Also wahrscheinlich lag es nicht daran, dass diese Autos hier die angeordneten Verkehrsregeln missachtet haben, sondern wie wir gehört haben, dass die Ausfahrt in der Kaiser-Josef-Straße schwierig war für die vielen Autos und so. Aber so eine offene Kommunikation und eine transparente Kommunikation haben wir dort vermisst. Das wurde im internen Teil des Mobilitätsausschusses bekannt gegeben und da sind wir nicht mit dabei. Jetzt ist es so, dass auf diesem Biokorridor die Einbahnstraßenregelung nicht ganz entfällt, weil eine Baustelle beim Gericht, beim Amtsgericht in der Wallstraße dort auch wieder eine Einbahnstraße bedingen wird. Von dem her wird jetzt der Kfz-Verkehr nicht wahnsinnig zunehmen, aber das ist nur eine temporäre Geschichte, weil die Baustelle ist irgendwann wieder vorbei und man muss sich, glaube ich, für diese Achse Wallstraße, Rempartstraße, Belfortstraße, Wilhelmstraße nochmal was überlegen. Und ich hoffe, dass wir da in einem guten Austausch bleiben und da auch mitreden können, wenn es dort zu weiteren Veränderungen kommt. In der Wenzinger Straße wurde mal eine echte Fahrradstraße gemacht. Also ihr seht die echten Fahrradstraßen daran, dass hier kein Schild drunter hängt, Kfz-Verkehr frei. Also hier ist es tatsächlich nicht erlaubt, mit dem Kfz durchzufahren, außer natürlich für diese hier, für die Polizei. Die fahren da durch und dürfen auch da durchfahren zu ihren Einsatzfahrten. Aber leider missachten auch sehr viele andere PKWs diese Regelung. Also im Oktober waren es 33 pro Stunde. Auch in der Wenzinger Straße haben wir einen optischen Sensor hängen, der tagsüber schaut, wie viele PKWs da durchfahren. Und das ist hochgegangen. Also das waren anfangs weniger. Also im Januar, Februar gingen die Zahlen runter, als die Regel bekannt wurde. Und es scheint sich jetzt so ein bisschen einzuschleichen, dass da eh kaum kontrolliert wird und man da weiter durchfahren kann. Und das kritisieren wir natürlich. Trotzdem muss man anerkennen, dass die Situation in der Wenzinger Straße besser ist, als sie vorher war. Von dem her geht es auch in die richtige Richtung, aber ist eben noch nicht ganz konsequent. Eine tolle Maßnahme, die jetzt stattfindet, ist in der Engelberger Straße. Dort wird eine Fahrradstraße eingerichtet und sie wird bevorrechtigt gegenüber der Fehrenbachallee. Also der Radverkehr, der eben das ist ein schlechtes Tool hier. Der in diese Richtung läuft, der wird bevorrechtigt gegenüber der Fehrenbachallee und kann dann eben dort durchfahren. Das ist jetzt wieder so eine unechte Fahrradstraße, weil hier Kfz-Verkehr frei ist, aber trotzdem gibt es einen Vorrang für den Radverkehr, was auch eine Verbesserung definitiv darstellt. Das wird, glaube ich, im April fertiggestellt sein. Zumindest will die VAG dann wieder diese Haltestelle hier bedienen. Also April, Mai vielleicht wird das fertig sein und dann ist da eigentlich eine gute Verbindung erstmal hergestellt. Auf diesem Biokorridor. Dann eine Maßnahme, die schon älter ist, die jetzt aber in diesen Jahren oder jetzt in dem letzten Jahr mit an Gesicht bekommen hat, ist die Maßnahme der Straßenbahnverlegung in der Waldkircher Straße. Dort gibt es jetzt relativ breite Radwege. Allerdings gibt es hier wieder sehr viele Längsparker. Das finden wir jetzt nicht so besonders gut, aber immerhin gibt es hier einen Sicherheitsabstand zwischen dem Radstreifen und den Autos. Das heißt, Doring-Unfälle sind weniger wahrscheinlich. Wir haben dazu auch ein Video gemacht, was wir an der Waldkircher Straße für kritikwürdig halten. Das findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Da gehe ich jetzt nicht so arg im Detail drauf ein. Das hier zeigt es eigentlich auch schon in wenigen Worten. Also wenn man hier mit dem Radverkehr fährt, dann fängt kurz vor dem Kreisverkehr, hört einfach die Radinfrastruktur auf. Und wir gehen fest davon aus, dass viele RadfahrerInnen, die sich unsicher fühlen, auf dem Gehweg ausweichen werden, gerade im Berufsverkehr, wenn es hier halt auch eng wird. Das halten wir für keine gute Lösung, aber wie gesagt, Details gibt es in dem Video. Hier ist die Einfädelung des Radverkehrs aus der Stuttgarter Straße in diese Waldkircher Straße. Dort müssen Radfahrende über zwei Fußgängerfurten, um die Kreuzung zu überqueren.
Das scheint nicht anders möglich gewesen zu sein, weil die Straßenbahnen eben bevorrechtigt werden müssen. Das halten wir auch für sinnvoll, dass Straßenbahnverkehr bevorrechtigt wird. Aber es ist natürlich trotzdem schade, dass man auf einer Zufahrt zu einer Radvorrangroute, die ja auch vom Burgdorfer Weg, wo ja viel Radverkehr ankommt, dass keine direkte Führung möglich ist. Uns wurde aber gesagt, dass diese beiden Ampeln so geschaltet sind, dass man da jetzt nicht zweimal lange warten muss, sondern wenn man hier rüberkommt, dann sollte auch die Grünphase ziemlich schnell kommen. Nicht optimal, aber das ist auch eine Planung, die ist definitiv schon älter. Also da ist der Bebauungsplan, glaube ich, 2016, 2017 gemacht worden. Also das ist im Prinzip noch die Ausführung. Eine der ersten Maßnahmen von dem Programm, das jetzt angekündigt werde, von dieser Fuß- und Radoffensive, ist diese Veränderung hier am Reifeneckring. Und da sehen wir schon, dass deutlich mehr Platz für den Fußverkehr, für den Radverkehr eingeräumt wurde. Also dieses Streifchen hier war das, was vorher für Radverkehr zur Verfügung stand. Und jetzt haben wir hier im Prinzip eine Fahrspur, die mit dem Rechtsabbiegeverkehr geteilt werden muss. Ja, das fühlt sich für manche nicht so gut an, aber in der letzten Fachgruppe wurde gesagt, dass es bisher zumindest unfalltechnisch nicht auffällig war. Also hoffen wir mal, dass das so bleibt und sich bewährt. Grundsätzlich, denke ich, ist es eine gute Idee, dem Radverkehr hier mehr Platz einzuräumen. Dann haben wir Maßnahmen an der Basler Straße. Das ist sowas, wo wir einen tollen Synergieeffekt sehen für Fuß- und Radverkehr. Weil früher war eben hier der Radverkehr auf dem Gehweg, sozusagen links die Radverkehr, rechts der Fußverkehr. Und durch diese Umverlegung des Radverkehrs auf die Straße und eben eine Kfz-Spur weniger, kann jetzt hier der ganze Bereich dem Fußverkehr zugeschlagen werden. Also hier funktioniert wirklich die Flächenverteilung. Was wir uns in dieser Kreuzung nicht ganz so gelungen finden, ist die zusätzliche Fußgängerampel an der, was ist das, Westseite der Kreuzung, Südwestseite, wenn man von der Heinrich-von-Stefan-Straße in die Baselstraße in die Unterführung abbiegen will. Dort war vorher ein Zebrastreifen, da gab es anscheinend immer wieder Unfälle. Wir hätten dort lieber eine Erhöhung gesehen, die den Kfz-Verkehr verlangsamen. Jetzt die Fußgängerampel ist halt wieder ein weiteres Signal, wo der Fußgänger potenziell oder die Fußgängerin warten muss. Aber grundsätzlich ist das auch endlich mal ein Radfahrstreifen oder eine Fahrradspur, die breit genug ist, die auch für uns breit genug ist, die wir als breit genug empfinden. Und bis auf den Pizzaservice vorne hier parken da auch eigentlich kaum Autos. Also die kann man in meiner Erfahrung zumindest ganz gut benutzen. Dann auch eine ähnliche Maßnahme, wo auch Fläche umverteilt wurde. Also hier an der Breisacher Straße gab es vorher zwei geradeaus Kfz-Spuren. Der Radverkehr musste hier mit dem Fußverkehr über diesen Bürgersteig fahren. Jetzt ist es so in der neuen Lösung, dass Radverkehr, der geradeaus fährt, hier eine relativ breite Spur dann kriegt und ein paar Radler können noch hier fahren, weil sie hier einbiegen können in diese Straße. Also fahren irgendwie nur 3-4 Meter auf dem Gehweg noch und sind dann auch weg und dann können die Fußgehenden auch hier entspannter laufen. Das ist nicht wahnsinnig breit, der Fußweg, aber wenn man sich die Situation vorher anguckt, dass da eben Radverkehr noch mit drauf war, ist es natürlich auch auf jeden Fall eine Verbesserung. In der gegenüberliegenden Seite ist es ähnlich, dort gibt es einen 2,20 Meter breiten Radweg mit einem 80 Zentimeter Schutzstreifen daneben, Dooring sozusagen Schutzstreifen. Das ist natürlich auch Maße, wie man sie sich wünscht eigentlich. Beide Fahrstreifen sind jetzt nicht baulich getrennt, also es hindert den Kfz-Verkehr nichts daran, da drüber zu fahren. Das ist nicht meine tägliche Route, aber könnt ihr ja mal in den Chat schreiben, wenn ihr da sagt, das ist, geht gar nicht oder so. Den paar Malen, wo ich drüber gefahren bin, konnte ich da eigentlich entspannt fahren, da fuhren keine Autos auf diesem Radweg und hat auch niemand geparkt. Dann eine Maßnahme, die jetzt erst im Januar umgesetzt wurde, wo wir lange darauf gewartet haben, ist die Rausnahme von den Parkplätzen in der Badenweiler Straße. Ich stehe jetzt praktisch unter der Unterführung fast, unter dem Steg, der über die Güterbahn geht, in Weingarten. Und hier auf der rechten Seite haben ganz lange Fahrzeuge geparkt, eigentlich immer. Und hier ist jetzt eben ein absolutes Halteverbotsschild angeordnet worden. In den ersten Tagen standen da noch ein paar Autos, aber jetzt wird es tatsächlich auch durchgesetzt und umgesetzt und funktioniert. Also hier gibt es jetzt genug Platz, dass sich Radverkehr und ein Auto begegnen kann. Das war vorher nicht der Fall. Da mussten Radler in- und absteigen, wenn ein Auto irgendwie dort fuhr und die Parkplätze dann den Raum ganz eng gemacht haben. Also auch Flächenumverteilung, so stellen wir uns das vor. Schilder und Farbe kostet nicht wahnsinnig viel.
Dann eine Maßnahme, wo man ganz gut sieht, glaube ich, dass der Fuß- und Radentscheid schon was bewirkt hat. Das ist jetzt eine Maßnahme, die ist noch nicht umgesetzt, aber die ist im Prinzip beschlossen. Also nach meinen Informationen warten die Leute im Garten- und Tiefbeamt oder die ausführende Firma eigentlich nur auf das Wetter, dass es warm genug ist und man die Markierungen anbringen kann, sodass sie auch bleiben. Und hier sieht man einen Auszug aus dem Radverkehrskonzept 2020. Wie gesagt vorhin, das ist 2013 verabschiedet worden. Und da wurde noch vermerkt, auf dem Schlossbergring gibt es in der Ostseite keine Lösung. Da ist keine Lösung absehbar. Also dieser Mini-Radweg dort daneben, das war sozusagen das Letzte, was man sich vorstellen konnte. Und mittlerweile sagt sogar Bernhard Rotzinger in der Badischen Zeitung, also der selbsterklärte letzte Lobbyist für den Autoverkehr im Gemeinderat, dass der Verkehrsversuch am Schlossbergring den Königsweg ist. Also der Diskurs hat sich auch ein Stück weit verschoben. Ich glaube, wir haben da durchaus was bewegt. Wir sind sehr gespannt, wie die Ausführung jetzt erstmal der temporären Gestaltung sein wird und freuen uns auch auf die Diskussionen über die langfristige Umgestaltung, weil das ist es dann nicht gewesen. Also dieser Radweg in eine Richtung, das ist nur der erste Schritt. Wir müssen da, denke ich, noch weiter darüber hinausdenken auf jeden Fall und dann noch mehr machen. Wir wollen da auch eine kleine Aktion machen. Also sobald dieser Radweg dann wirklich eingerichtet ist, am Sonntag nach der Einrichtung würden wir da gerne, wenn es jetzt das Wetter einigermaßen zulässt, dort hinten beim Schwarzwaldverein, irgendwo hier in der Ecke, machen wir einen kleinen Infostand und vielleicht gibt es irgendwie Kaffee und Kuchen oder ein Bierchen oder so. Schauen wir mal. Folgt uns auf den sozialen Medien, dort werden wir es auf jeden Fall ankündigen. Die Ochsenbrücke habt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon gesehen, ist seit ein paar Tagen einseitig gesperrt. Dort gibt es auf der Website von der Stadt relativ viele Infos auch. Die Situation wird dort auf jeden Fall besser. Es wird mehr Platz für Fuß- und Radverkehr geben. Gerade in die Richtung Süden, also auf dieser Seite der Brücke, ist es dann nicht mehr so, dass der Radverkehr auf diesen Bordstein hochhoppeln muss und hinten wieder runter und mit dem Fußverkehr geführt wird, sondern hat dann einen eigenen Platz und so. Also da ist einiges besser geworden, aber es wird weiterhin diese Abbiegeprobleme geben. Also da gab es ja auch schon Unfälle von Schwerlastverkehr, der hier rechts abgebogen ist und Radverkehr, der hier geradeaus wollte. Diese Angstweiche, die ist weiterhin im Konzept drin. Es ist auch nicht, glaube ich, also alles hier jetzt, was hier südlich ist, Richtung bis zur Feuerwehr wird auch nicht umgebaut. Es geht wirklich um eine Brückensanierung und das ist natürlich schon ein bisschen schade, weil dann ist dann zwischendrin wieder vierspurig und so und da fehlt einfach, ist einfach ein Loch. Aber gut, die Brücke musste saniert werden und wir haben da auch Eingaben zu gemacht. Wir haben eigentlich gefordert, dass nicht irgendwie eine überbreite Fahrspur dort ist, wo zwei PKWs nebeneinander fahren können und dann der Radweg, sondern wir hätten eigentlich gefordert, dass es eine gerade Ausspur in jede Richtung gibt und der Radweg noch etwas breiter ist, weil wir sind dann mit dem Open Bike Sensor, also den ihr hier im Hintergrund seht, drüber gefahren und haben gesehen, dass gerade im Berufsverkehr, gerade wenn es eng wird, dann werden die Überholabstände nicht eingehalten. Und wir befürchten, dass mit diesen überbreiten Fahrspuren, wenn es wirklich eng wird im morgens früh, dass dann eben auch mit diesen 2,18 Meter Radweg, die dort geplant sind, das auch durchaus wieder eng werden wird. Das werden wir sehen. Das Garten- und Tiefbeamt hat uns zugesagt, dass die Markierungen für den Radweg erstmal in irgendeiner Art und Weise gemacht werden, dass sie auch wieder rückgängig gemacht werden könnten und der aus der doppelbreiten Spur eine einspurige Situation entstehen könnte, wenn sich die Abstände nicht einhalten sollten, die Überholabstände von 1,50 Meter. Warten wir es ab, schauen wir mal. Dann ein sehr wichtiges Projekt, das jetzt im April, glaube ich, losgehen soll, ist der Lückenschluss hier bei der Uniklinik. Also wir sind hier am Güterbahnhof, an der Güterbahnstrecke. Da hinten ist dann der ehemalige Güterbahnhof. Und hier wird eine Verbindung zur Hartmannstraße gemacht und es gibt eine bevorrechtigte Querung für Radverkehr über die Hartmannstraße, ähnlich wie in der Lehnerstraße. Das ist ein Lückenschluss, der ist längst überfällig, lag jetzt in dem Fall weniger an der Stadtverwaltung, sondern eher an dem Eigentümer dieses Grundstücks. Die Deutsche Bahn war da irgendwie lange, oder halt ging sehr lange, bis diese Verhandlungen fortgeschritten sind. Umso besser, dass es dieses Jahr losgeht. Ich hoffe, das werden wir, mal gucken, wie schnell es eingeweiht dann ist, aber immerhin, wenn das mal losgeht, dann haben wir da auch eine Aussicht, dass dieser Lückenschluss endlich kommt, weil der FR2 ist auf jeden Fall sehr gestiegen in der Popularität in Freiburg. Es ist einfach eine sehr praktische Radverbindung. Was auch in diesem Jahr noch kommen wird, ist das Weiterbauen. Also es wurde ja in der Escholzstraße schon bis zur Kreuzung der Radweg neu gemacht.
Und jetzt geht es hier weiter Richtung Friedhofstraße. Und ich glaube, dieses Jahr wird noch, oder diesem Frühjahr wird eben dieser Bereich bis zur Unterführung grob wahrscheinlich umgestaltet. Die Umgestaltung der Friedhofstraße kommt dann später und die Unterführung selber, aber dieser Bereich ist dieses Jahr noch dran, Heiliggeiststraße. In der Friedhofstraße, da wurde letztes Jahr ein Bebauungsplan aufgestellt. Wir hatten da auch das SWR hier und haben da auch mit Gemeinderätinnen vor Ort uns das angeguckt. Und das ist jetzt, hier ist die Mauer vom Friedhof selber. Hier wird heute der Fuß- und Radweg gemeinsam geführt und hier stehen Parkplätze. Und unsere Forderung oder unsere Idee wäre einfach gewesen, diese Längsparker hier rausnehmen. Das war eigentlich auch von der VAG gewünscht, weil die damit rechnen, dass wenn hier Längsparker weiterhin sind und dann Leute am Einparken sind, dann scheren die PKWs, die geradeaus wollen, auf die Bahngleise aus und so. Alles etwas schwierig. Aber der Gemeinderat hat sich nicht davon überzeugen lassen, dass diese Längsparker wegkommen sollen, sondern die bleiben bestehen und der Fuß- und Radverkehr wird weiterhin gemeinsam geführt. Die Maße hier werden größer, also es wird mehr Platz geben für beide und es soll eine taktile Trennung geben, dass man nicht einfach so mal aus Versehen als Radfahrender auf den Fußweg fährt. Und ja, das ist ein Kompromiss. Wir sind halt nicht die EntscheiderInnen im Gemeinderat, aber ich denke, es ist eine Verbesserung zu der Planung, die mal da war, oder die Ursprungsplanung. Und hier auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass der Radverkehr von diesem Fußweg runterkommt und hier sind dann komfortable Fußverhältnisse da. Da ist ja auch eine Schule dann kurz vor der Unterführung und so. Da ist, denke ich, auch einiges an Fußverkehr. Und das ist auf jeden Fall eine Verbesserung heute zum Bestand. Straßenbahn und Kfz werden sich eben eine Spur teilen und die Kfz als Pulkführer fahren, wenn das geht, mit der Ampelschaltung. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu dem, was heute ist und ist dann eben auch ein Lückenschluss, vielleicht noch kurz, ein Lückenschluss, wenn die Waldkirchestraße im Norden fertig ist und die Friedhofstraße fertig ist, dann hat man auf dem FR3 und dann wird der langsam sichtbar. Von Gutleutmatten bis zum Güterbahnhof-Areal hat man dann eine relativ neue Infrastruktur mit nur wenigen Lücken. Die Fortführung in der Lörracher Straße, die wird dann nochmal spannend, wie es dann da weitergeht. Dann beim Fußverkehr gab es ein paar ja, weniger Bauprojekte auf jeden Fall. Im April 21 wurde in der Schwarzwaldstraße ein neuer Überweg gebaut, eben ja auch mit taktilen Elementen mit einer Mittelinsel, sicherlich eine Verbesserung. Zebrastreifen mit einer Mittelinsel, da kann man auf jeden Fall sicher queren und auch bevorrechtigt queren. Das finden wir prinzipiell gut. In der Viere wurden einige Kreuzungen umgestaltet. Das waren, glaube ich, 4 oder 5 Kreuzungen im Anschluss an einen tödlichen Unfall, der dort stattgefunden hat. Und wir haben da so ein bisschen Vorher-Nachher-Bilder aufgenommen, wo man eben jetzt zum Beispiel hier sieht, hier steht dieses rote Auto relativ nah an dem Baum dran und hier sind da jetzt Fahrradbügel eingerichtet worden und hier stehen auch Fahrradbügel, dass man eben in den Kreuzungen nicht mehr so nah drin stehen kann. Ja, hier wurde dann so eine vorgezogene Markierung gemacht, dass der zu Fuß gehende besser in die Kreuzung einsehen können und so. Also es wurde schon was gemacht, aber ja, da müsste man eigentlich weitermachen. Also die 5 Kreuzungen sind gut, aber das sollte dabei nicht belassen werden. Und uns ist jetzt nicht ganz klar, inwiefern diese Maßnahmen weitergeführt werden und wo. Dann wird es eine Neuordnung des Parkens im Heldenviertel geben. Das wird dazu führen, dass dieses illegale Gehwegparken hier hoffentlich beendet wird, weil das ist ja wirklich lächerlich. Also hier passt ja kein Kinderwagen mehr durch und nichts. Also und das ist im Kreuzungsbereich. Also, dass das bisher einfach geduldet wurde, ist einfach ein Skandal. Und auch da ist es eigentlich, die Pläne stehen, soweit wir wissen. Man wartet eigentlich nur auf die Umsetzung, auf die Baufirma oder aufs Wetter. 15% weniger Parkplätze in Anführungszeichen, weil das hier sind eigentlich keine Parkplätze. So wurde da zwar immer geparkt, aber Parkplätze, man kann eigentlich nicht sagen, dass es weniger Parkplätze gibt. Aber es werden weniger Autos im Straßenraum stehen wie heute. Davon gehen wir aus. Und der zusätzliche Platz soll dann eben dem Fußverkehr und potenziell eben auch dem Radverkehr zur Verfügung stehen, weil wenn diese Autos immer so halb auf der Straße stehen, passt man auch mit einem entgegenkommenden Kfz nicht mehr wirklich durch die Straßen. Also es ist dann halt auch einfach sehr eng. Von dem her, wir sind gespannt auf die Umsetzung.
Wo wenig passiert ist, wo wir uns viel mehr gewünscht hätten, ist in der Loreto-Straße. Da hatten wir eine Pop-up-Boulevard im Juni letzten Jahres. Das sah dann so aus. Also wir haben die Straße für den Kfz-Verkehr sperren lassen, für den Fuß- und Radverkehr geöffnet. Da war wirklich so ein bisschen, trotz Pandemie an frischer Luft, ein bisschen Straßenfeststimmung mit Musik und Fahrradrikscha zum Ausprobieren und so. Also war wirklich auch von den Anwohnenden sehr begrüßt worden. Und einen Tag später sah es dann halt schon wieder so aus. Also ist zwar Tempo 20 und es gibt Zebrastreifen und eine Fußgängerampel und so weiter, aber dort fahren mehr als 6.000 Kfz täglich durch, an einer Schule vorbei, an einer Kita vorbei. Das ist eigentlich kein Zustand. Da müsste man den Durchgangsverkehr einfach rausnehmen. Also wir fragen uns, fehlt hier wirklich der Mut für die Push-Maßnahmen, weil wir haben das den Entscheidungsträgern bei einem Vor-Ort-Termin gesagt. Also wir haben hier wirklich Gemeinderäte, Helmut ist, glaube ich, auch vorhin mal hier gewesen oder ist noch da, Landtagsabgeordnete, den ja Dienst am K, der Landesverkehrsminister und der Oberbürgermeister und Professoren, waren alle da, haben sich das alle angehört, aber es ist bisher nichts passiert in der Loreto-Straße, leider, und Handlungsbedarf besteht da auf jeden Fall. Ein bisschen was passiert auch. Also wir haben hier im Juni, habe ich mal gemeldet, dass diese Verkehrsschilder, die standen hier sind die PKWs, hier standen die Verkehrsschilder auf diesen Betonpfollern und da war wirklich noch wenig Platz durchzukommen. Hab das gemeldet, dem Herrn Kutzmann ist, glaube ich, auch anwesend, und dann wurde das tatsächlich relativ schnell dann auch verändert. Also jetzt hier Juni bis August, ich weiß natürlich nicht genau, wann die versetzt wurden, aber in den Sommerferien ist das auf jeden Fall noch passiert. Das Schild hier ist an den Laternenmast gewandert und man hat jetzt wieder ein bisschen mehr Platz, um hier dann auch mit dem Kinderwagen durchzukommen. Also das ist schon auch was, das auf Rückmeldung auch reagiert wird. Ein wichtiges Element sind die Ahndungen von Gehwegparken beim Fußverkehr. Wir haben einen Anstieg an geahndeten Gehwegparksverstößen in Freiburg. Also 2019 waren es noch zwischen 5.000 und 6.000, 2020 waren es dann schon knapp über 6.000 und jetzt sind wir bei 8.400 irgendwas gelandet in 2021. Das ist zwar potenziell ein Anstieg, aber wir sehen hier trotzdem noch Fragezeichen, beziehungsweise wir lassen das auch gerade durch eine Fachaufsichtsbeschwerde klären. Haben wir eingereicht beim Regierungspräsidium. Es gibt eigentlich einen klaren Beschluss des Gemeinderats, ich habe ihn vorhin schon gezeigt, entsprechend des Erlasses soll geahndet werden. Es gibt klare Rechtsvorgaben vom Land Baden-Württemberg, ein Erlass vom Land Baden, also vom Landesverkehrsministerium, der die StVO nochmal auslegt sozusagen. Es gibt einen neuen Bußgeldkatalog, wo auch das Parken auf Gehwegen teurer wird. Also man kann jetzt eigentlich nicht mehr nur für so ein Taschengeld dort stehen. Wenn man andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, gibt es einen Punkt. Also es tut schon weh. Aber wir sehen da schon noch Fragezeichen. Werde da auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Dann gab es eine Ratsserie im Amtsblatt. Dort wurden eigentlich sehr klare Aussagen getroffen, was wir natürlich begrüßen. Also hier auf Radwegen, Radstreifen oder Gehwegen haben Autos nichts verloren, auch nicht für schnell mal Brötchen holen oder nebenan am Geldautomat. Das sind klare Ansagen, gute Kommunikation. Die Frage ist immer, wie viele Leute lesen das Amtsblatt, aber immerhin werden die Kanäle, die da sind, bespielt. Das begrüßen wir. Ähnlich ist es auch bei der Kommunikation von der Fuß- und Radverkehrsoffensive. Dort hat sowohl der Oberbürgermeister als auch der zuständige Baubürgermeister Martin Haag und der Amtsleiter Kai Uckermann haben dort erklärt, wie sie mit dem Ausbauprogramm voranschreiten und betonen immer wieder, dass es ein Riesenprogramm ist und dass es sozusagen noch nie so viel Geld ausgegeben wurde in Freiburg und auch für die Größe in deutschlandweit einzigartig und so. Schwierig zu vergleichen, glaube ich, aber es ist auf jeden Fall schon so, dass hier einiges in Bewegung gesetzt wird an Maßnahmen. Was wir ja eigentlich auch gefordert haben in unserem Bürgerbegehren, ist eine Beteiligungsplattform. Da wurde teilweise auch was gemacht im Sinne von einem Meldeportal für Wurzelhebungen. Dort konnten Bürgerinnen eben melden, wo der Radweg ganz schlimm ist oder halt arge Wurzelhebungen hat und beschädigt ist. Und das wurde jetzt, soweit ich das informiert bin, ausgewertet und wird priorisiert und dann, ich weiß es nicht mehr, ob extern vergeben oder dann doch an den internen Bauhof, aber da wird kontinuierlich dran gearbeitet werden. Es ist nicht so, dass man das dann im März vergibt und dann ist im April sind alle Wurzelschäden behoben, sondern es ist eher ein kontinuierlicher Prozess. Wir wünschen uns aber, dass es ja da auch ein weiteres Portal gibt. Also das Portal ist jetzt geschlossen, das war eine temporäre Geschichte. Und das wäre gut, wenn man dort auch ein kontinuierlicheres Portal hätte, wo man auch sehen kann, was andere schon gemeldet haben und so, dass man nicht alles doppelt und dreifach per E-Mail schickt und so.
Genau. Zum Thema Gremienarbeit, also für die Info, wahrscheinlich kennen die meisten von euch nicht mal diese ganzen Gruppen. Also es gibt eben die Fachgruppe und die Lenkungsgruppe Fuß- und Radverkehr, also hier die Fachgruppe und die Lenkungsgruppe. Also die hieß vorher nur Fach- und Lenkungsgruppe Radverkehr, jetzt seit dem Entscheid heißt die Fuß- und Radverkehr. Dort sind wir mit einer Person vertreten, also ich habe es teilweise gemacht und teilweise Ingrid und Jörg Isenberg ist noch unser Backup sozusagen. Er war jetzt, glaube ich, bisher noch nicht dabei, weil wir beide das abdecken konnten. Aber wo wir eben nicht vertreten sind, ist im Mobilitätsausschuss. Das hatten wir eigentlich uns gewünscht, ist aber nicht so gekommen, hat der Gemeinderat nicht so beschlossen. Und das finde ich einen großen Nachteil, weil aus meiner Ansicht wird im Mobilitätsausschuss viel besprochen, was natürlich in der Fach- und Lenkungsgruppe dann nicht kommuniziert wird, weil die Gemeinderäte sitzen in beiden Gremien, dann würde sich für die viel doppeln, aber wir kriegen dann nur die Hälfte mit, das ist irgendwie ungeschickt. Und aus meiner Sicht ist es auch so, dass in Freiburg relativ viel im internen Teil des Mobilitätsausschusses bearbeitet wird und besprochen wird und damit nicht öffentlich ist. Also wir können natürlich zum öffentlichen Teil des Mobilitätsausschusses hingehen, aber die Tagesordnung ist teilweise sehr ausgedünnt für den öffentlichen Teil. Und man hört dann immer mal wieder, was noch so beschlossen wurde, wo es dann immer heißt, ja, das haben wir im Mobilitätsausschuss ja gesagt und da waren wir dann halt nicht dabei. Das kritisieren wir, weil eigentlich sagt die Gemeindeordnung, dass die Sitzungen des Gemeinderats und meiner Meinung nach auch der Gremien öffentlich sind und nicht öffentlich darf nur verhandelt werden, wenn das öffentliche Wohl oder die berechtigten Interessen Einzelner das erfordern. Und das Interesse, dass man erstmal unter sich quatschen will, bevor man an die Öffentlichkeit geht, das ist nicht das Interesse, das da gemeint ist. Sondern eigentlich besteht der Grundsatz der Öffentlichkeit. Und ich finde, dieser Grundsatz wird in Freiburg nicht angemessen respektiert. Es ist natürlich jetzt schwierig, das endgültig einzuordnen oder festzulegen, aber das ist auf jeden Fall mein Eindruck. Dann komme ich mal zum Fazit. Es werden sehr viele Maßnahmen angegangen. Also ich habe jetzt nur einen Teil der Maßnahmen aufgeführt. Das Programm könnt ihr ja sehen auf freiburg.de/Fahrrad. Glaube ich, ist der Link zur Fuß- und Radoffensive. Da gibt es ja mittlerweile fast 30 Maßnahmen, die dort gebaut werden. Viel rollt jetzt natürlich auch noch an. Ich glaube, sobald die Bausaison losgeht, wird man auch noch mal mehr auf der Straße sehen, was dort umgesetzt wird. Aber wir haben ja eigentlich nicht einen Bürgerentscheid gemacht, um dem Garten- und Tiefbauamt die Liste der Maßnahmen, die schon geplant waren, sozusagen schneller abarbeiten zu lassen. Also es ist gut, dass das gemacht wird. Das ist auch wichtig. Aber eigentlich wollten wir ja mehr. Also dieses öffentliche Online-Register, ich hatte das vorhin schon erwähnt, mit den Wurzelhebungen, das sehen wir als ersten Schritt. Ich glaube, da wäre es gut, wenn man nochmal ein besseres Kommunikationstool aufbaut. In manchen Aspekten ist die Umsetzungsgeschwindigkeit auch noch nicht wirklich ausreichend. Also wenn wir uns jetzt angucken, wir haben im April 2019 die erste Pop-Up-Bike-Lane am Schloss Bergring gemacht. Und wurden damals dafür auch recht deutlich kritisiert. Das wird doch jetzt hier in der Pandemie und wie können wir nur und so und das ist alles, gerade alle andere Sachen zu tun. Und in Berlin haben die damals in 3-4 Wochen Pop-Up-Bike-Lanes, mehrere aus dem Boden gestampft und haben die dann nach und nach verstetigt. Und wir sind jetzt im Februar 2022. Also bei uns hat es dann ein paar Jahre gedauert, bis man jetzt ja auch nur erstmal diese vorübergehende Radspur anlegt. Das muss eigentlich auch schneller gehen. Also da tun wir uns noch schwer, die Mühlengeschwindigkeit, die Mahlgeschwindigkeit der Verwaltung wirklich zu akzeptieren. Es gibt weiter einen klaren Schwerpunkt auf Radverkehrsmaßnahmen aus unserer Sicht. Das zeigt sich einfach auch daraus, das Radverkehrskonzept gibt's. Das gibt es seit 2013, also 2013 ist verabschiedet worden, daran gearbeitet wurde schon vor 10 Jahren wahrscheinlich. Es hat ja auch einen Vorlauf. Das heißt, da ist eine Latte an Maßnahmen in der Pipeline, die man jetzt ganz gut abrufen kann. Das ist natürlich super. Also wenn wir in andere Städte gucken, wie in Stuttgart, da ist seit 3 Jahren recht wenig passiert, weil die Verwaltung eben auch nichts vorliegen hatte sozusagen und auch nicht wirklich agil ist. Also muss man schon sagen, die Projekte, die sie jetzt angehen, das ist viel. Da passiert auf jeden Fall was. Aber wir sehen jetzt eben nicht unbedingt, dass sich diese Projekte an unseren Forderungen in Bürgerentscheiden orientieren oder da ein Schwerpunkt drauf sind. Also klar, wenn jetzt die
der Radweg an der Rosastraße bevorrechtigt wird, dann ist das auch ein Teil, der auf unserem Innenstadtring liegt, also auf einem der beiden Bürgerbegehren. Aber es ist jetzt nicht so, dass darauf ein Schwerpunkt im Moment liegt oder so aus unserer Sicht. Und diese Forderung nach den verkehrsberuhigten Bereichen, also Fußgängerzonen, die bleibt weitestgehend ungehört. Also in der Karl-Kistner-Straße haben wir auch ein Pop-up-Boulevard gemacht, so wie in der Loretto-Straße. Wir hatten dort mit dem Bürgerverein ein Treffen, Real Life mit 80 Leuten, wo wir über die Karl-Kistner-Straße und die Situation in Haslach, des Verkehrs in Haslach gesprochen haben. Wir haben es dem Herrn Horn am Dreikönigstreffen Anfang Januar nochmal vorgestellt, die Ideen. Und dort kriegen wir jetzt nicht die Signale, okay, wir machen da was, sondern eher so, naja, mal abwarten und lass uns nochmal eine Bürgerversammlung machen. Und es gibt viele andere Projekte. Also diese Priorisierung, da sind wir noch nicht so ganz zufrieden mit. Bei den fußgängerfreundlichen Kreuzungen, ich habe es in der Viere gesagt, da ist was passiert, aber uns ist nicht klar, inwiefern das weitergeht, ob es da einen kontinuierlichen Prozess gibt, dass weiterhin Kreuzungen fußgängerfreundlich umgestaltet werden, so wie wir es gefordert haben. Das ist immer so, es passiert mal mit, wenn sowieso die Ochsenbrücke jetzt gemacht werden, da sind auch Kreuzungen drin, da ist dann auch für Fußgänger was dabei, aber so, dass man sich dediziert diese Kreuzungen in Wohngebiete anguckt und baulich dafür sorgt, dass die Ecken nicht zugeparkt werden. Das ist eigentlich auch ein Gemeinderatsbeschluss, das hat die Grüne Fraktion, glaube ich, schon eingebracht, da gab es einen Gemeinderatsbeschluss zu. Da sehen wir gerade nicht, dass da dran geblieben wird und das hoffen wir, das passiert noch. Und dann als letzten Punkt, ich weiß nicht, wer es von euch gehört hat, nochmal trinken. Letzte Woche oder am 15. Februar wurde der Klimamobilitätsplan, es gab die Auftaktveranstaltung und es gab eine Präsentation von einem Professor aus der TU Kaiserslautern und er hat festgestellt, dass in den letzten 10 Jahren sich die CO2-Emissionen in Freiburg um 10% erhöht haben. Also es ist nicht nur so, dass wir nicht schaffen, es zu reduzieren oder auch halt stagnieren, sondern die CO2-Emissionen im Mobilitätsbereich haben sich um 10% erhöht. Das heißt, wir brauchen wirklich einen Paradigmenwechsel. Also den brauchen wir für die Klimaziele. Dort ist es eindeutig. Da gibt es einfach ein Bundes- und ein Landesgesetz, die uns ein Stück weit auch verpflichtet, CO2 einzusparen. Und Verkehr muss da einfach einen Beitrag leisten. Das ist bisher eben nicht leider der Fall. Und deswegen glauben wir, dass wirklich Paradigmenwechsel auch kommen muss. Und den sehen wir noch nicht. Zum Beispiel beim Gehwegparken. Dort wurde mit großer Öffentlichkeitsarbeit verkündet im Juni, ja, wir machen Schwerpunktaktionen und jetzt gehen wir das wirklich an mit dem Gehwegparken. Dann wurde im Juni eben, also das hier sind Dienstanweisungen vom Amt für öffentliche Ordnung für den Gemeindevollzugsdienst. Die haben wir über das Informationsfreiheitsgesetz und Frag den Staat uns geben lassen und die sind auf diesem Portal auch veröffentlicht worden. Und hier seht ihr 21.06., also im Juni, hieß es noch, es werden alle Kraftfahrzeuge und Anhänger beanstandet, die unzulässig auf Gehwegen abgestellt sind. Top. So stellen wir uns das vor. Das sagt die StVO. Gehwege sind für Fußgänger. Kraftfahrzeuge haben dort nichts zu suchen. Dann gab es einen Aufschrei und wie kann man nur und die ganzen Parkplätze fallen weg, also die Parkplätze, die ja nie welche waren, weil es auch schon immer illegal war. Und dann kam im Juli, es werden alle Kraftfahrzeuge und Anhänger beanstandet, die unzulässig auf Gehwegen abgestellt sind und von denen Gefahr oder Behinderung ausgehen könnte. Das nehmen wir an, wenn die Gehwegrestbreite merklich unter 1,50 Meter liegt. Das ist wieder diese Einschränkung auf diese 1,50 Meter, die aus der Luft gegriffen ist. Das ist unserer Meinung nach rechtswidrig und deswegen haben wir auch Fachaufsichtsbeschwerde eingelegt, weil der Erlass des Landesverkehrsministeriums aus dem Mai 2020, also über ein Jahr älter als diese Dienstanweisung, die ihr gerade gesehen habt, sagt ganz klar, pauschale Vorgaben, bestimmte Ordnungswidrigkeiten, zum Beispiel Gehwegparten, nicht zu verfolgen oder Verkehrsdelikte in bestimmten Gebieten nicht zu ahnden, haben einen Ermessensausfall und damit die Rechtswidrigkeit der Entscheidung zur Folge und stehen mit den Pflichten der Verfolgungsbehörde nicht im Einklang. Also diese pauschale Regel, ab 1,50 wird geahndet und drunter nicht, ist aus unserer Sicht rechtswidrig. Wir sind gespannt auf die Antwort vom Regierungspräsidium. Wir haben das Anfang Januar eingereicht, so langsam sind dann 6 bis 8 Wochen rum. Mal gucken, was da kommt. Diese 1,50 Meter aus dieser Dienstanweisung, die kommen nicht ganz aus dem luftleeren Raum, weil das Hinweispapier für die Straßenverkehrsbehörden, das hier ist im September 2020 erschienen, glaube ich, September 2020, das definiert oder das legt oder sozusagen sagt, dass das bei 1,50 Meter Gehwegbreite
ist das Abschleppen von falsch parkenden Fahrzeugen geboten, in der Regel. Also nicht einen Zettel dranhängen und irgendwie jetzt mittlerweile 70 Euro, vorher was, 20, 25, sondern es soll abgeschleppt werden. Und das ist ein eklatanter Unterschied. Und ja, genau. Also das ist was, wo unserer Meinung nach der Paradigmenwechsel einfach nicht stattgefunden ist, aber absolut notwendig ist. Wir fordern da eigentlich nicht mal, dass Recht geändert wird, sondern nur, dass Recht durchgesetzt wird. Und das ist jetzt natürlich auch eine andere Abteilung von der Stadt, ne? Also es ist bisher diese ganzen Baumaßnahmen, das ist Professor Haag und dann Garten- und Tiefbauamt. Und das hier ist jetzt eigentlich Amt für öffentliche Ordnung und steht unter dem Stefan Breiter als Bürgermeister in der politischen Verantwortung. Und da sehen wir eben nicht, dass ein Paradigmenwechsel durchgesetzt wird, sondern es gab unserer Meinung nach ganz klar ein Einklinken von diesem Stand im Juni zu diesem Stand im Juli. Und das sehen wir nicht ein, warum da irgendwelche Leute, die im Rathaus anrufen oder böse E-Mails schreiben, das Recht einfach verändern können. Weil so einfach darf es nicht sein. Ein weiterer Paradigmenwechsel, den wir uns wünschen, ist eine Neupriorisierung von Ampeln. Also ich habe hier Beispiele aus Haslach. Ihr habt vorhin ein Bild gesehen aus der Badenweiler Straße. Die ist hier. Also hier ist dann die Güterbahnlinie auch. Und hier ist diese diese Rampe über die Güterbahnlinie. Hier ist die Karl-Kistner Straße. Und hier sind Schulen und hier sind Schulen. Und hier unten ist das Haslachbad. Und hier sind zwei Fußgängerampeln, die halt Bedarfsampeln sind. Und die eine Bedarfsampel ist auch noch so hoch, dass kleine Kinder da gerade so rankommen. Und wir schlagen vor, dass diese Ampeln einfach standardmäßig für den Radverkehr und Fußverkehr auf grün sind und Kfz dort anfordern müssen, wenn sie grün haben wollen. Das ist einfach eine Umkehrung der Logik, dass Kfz-Verkehr immer Vorrang hat. Das muss in der Ampelregelung auch irgendwie darstellbar sein. In Karlsruhe gibt es dazu gerade einen Versuch. Das muss auch in Freiburg möglich sein. Wir können es uns nicht mehr leisten, einfach nur Angebote zu schaffen, sondern wir müssen auch den Verkehr mehr Rechte einräumen, den wir fördern wollen in der Stadt. Und das ist die aktive Mobilität, der Fuß- und Radverkehr. Das wäre ein Paradigmenwechsel. Das ist nur ein Beispiel für eine Ampel. Das kann man sicherlich noch an anderen Stellen ganz genauso oder ganz ähnlich machen. Eine weitere Sache, wo wir einfach auch sehen, wo man eine Chance nicht ergreift, die eigentlich naheliegend ist. Wir haben hier St. Georgen, hier kommt der Güterbahnhof, der Güterradweg an, also der FR2. Und hier wurde eine Fahrradstraße eingerichtet, auch eine der wenigen Fahrradstraßen, die nicht für Kfz-Verkehr freigegeben sind, mit Poller. Da gab es eine Posse mit der Feuerwehr und so, aber der Fahrradweg besteht weiter. Und dann haben wir aber hier so eine Art Lücke. Das ist die alte Ortsdurchfahrt von St. Georgen. Hier gibt es ja jetzt die Umfahrung, also aller wirkliche Durchgangsverkehr ist eigentlich da draußen. Und wir würden vorschlagen, man muss diese Straße hier zu einer Fahrradstraße machen. Da ist auf jeden Fall Tempo 30, ein paar Parkplätze rausnehmen, dann ist es dort sehr viel entspannter. Und das sind also diese gelben und blauen Linien, die sind vom Stadtradeln. Also vom letzten Jahr wurde ja 3 Wochen Stadtradeln in Freiburg gemacht. Und die von euch mit dem GPS gefahren sind, da wurde ausgewertet, wo die meisten Leute fahren. Und wir sehen hier, diese gelben Routen sind die sehr viel befahren sind. Und es ist eben auch diese Straße. Es kommen viele hier aus Schallstadt und aus dem Schneckental ist es, glaube ich, kommen hier nach Freiburg rein, müssen dann eben hier durch, um zum Güterbahnhof Radweg zu kommen, zum FR2. Und deswegen sehen wir einfach hier ein Riesenradfahrpotenzial und die Sicherheit ist hier nicht gegeben in der aktuellen Anordnung. Und das ist sowas. Das betrifft keinen Durchgangsverkehr, weil der außen auf der B3 fährt und das sind für uns auch eben verkehrsrechtliche Anordnungen und Schilder, das muss schneller gehen sozusagen, da muss jetzt was passieren. Ähnlich in der Kartäuserstraße, das ist dieser Biokorridor, den ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, sind auch wieder die Stadtradeln-Daten. Also wir sehen hier, dass in die Richtung nach links, nach Westen, sind in der Kartäuserstraße deutlich mehr Fahrräder unterwegs als auf dem FR1. Und in der Kartäuserstraße, wer diesen Abschnitt kennt, das ist super eng. Da hat man so einen Radweg, der nicht benutzungspflichtig ist. Oben, wenn man Kinderanhänger hat, dann fällt einem der fast runter, weil hier noch Bäume stehen und so weiter. Also da sind einfach super enge Zustände. Und aus unserer Sicht müsste dort eben auch Einbahnstraße für Kfz und Fahrradstraße, also Fahrräder in beide Richtungen laufen. Diese Anordnung gab es auch schon mal, als das Schwabentorwehr hier saniert wurde. Und das hat ja im Prinzip funktioniert. Die Kartäuserstraße soll keine Durchgangsstraße sein für den Kfz-Verkehr. Und mit der Einbahnstraße kann jeder noch zu seinem Haus kommen, aber es gibt einfach mehr Platz für den Radverkehr. Das ist ja auch die Achse, die dann für den Radschnellweg nach Kirchzarten im Moment in der Machbarkeitsstudie als Vorzugsvariante geführt wird. Und ich glaube,
für diesen großen Pendlerstrom, der da von Osten, was im Dreisamtal nach Freiburg reinkommt, der braucht einfach mehr Platz. Und das schließt sich dann auch an diese Maßnahmen hier im Schlossbergring an. Und das ist eben auch so ein Paradigmenwechsel, wo man einfach sagt, okay, das ist jetzt einfach keine zweispurige Kfz-Straße mehr, sondern es ist halt einfach eine Einbahnstraße für Kfz, weil wir den Radverkehr einfach auch fördern müssen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Im Schlossbergring, ich habe es schon erwähnt, hier ist jetzt halt, das ist sozusagen eine Animation, wo man auf beiden Seiten eben fahren kann mit den Rädern, und hier ist dann Fußverkehr unterwegs und der Kfz-Verkehr wird einfach auf diesen beiden Spuren abgewickelt und gut ist, Punkt. Also das ist ja im Prinzip, die Bundesstraße läuft vorne über die Bismarckallee, also das ist hier keine überregionale Straße eigentlich. So wie es heute läuft, fahren eben viele hier den Schlossbergring und dann irgendwie durch Herdern, durchs Wohngebiet, um sich dann irgendwie nach Gundelfingen oder nach Denzlingen durchzuschlängeln. Und das kann nicht Ziel der Verkehrsführung sein. Also wir brauchen hier ganz klar eine Rückgewinnung von dem Raum für den Fuß- und Radverkehr. Es gibt dazu auch einen ganz spannenden Vortrag von der Flaniermeile zur Ringstraße mit dem Joachim Scheck von der Arbeitsgemeinschaft Stadtbild. Wir haben dort zwei Vorträge auf YouTube gemacht, wo er sich historische Bilder von diesem Schlossbergring anguckt, also vom ganzen Innenstadtring eigentlich, und zeigt, wie das da mal ausgesehen hat. Also hier waren überall Brauereikeller und so weiter. Das war mal ein Aufenthaltsort am Berg. Da waren ganz viele Restaurants eben auch, oder halt so Bierschenken. Und im Moment ist das ja eine absolute Betonhölle, also hier will sich ja niemand aufhalten. Und ich glaube, da ist nicht nur klimatechnisch viel zu holen, sondern auch städtebaulich viel zu holen. Das wäre auch ein klares Paradigmenwechsel, wenn man dort wirklich was anderes macht. In der Berliner Allee haben wir unter unserer Website auch detailliert ausgearbeitet, wie wir uns das eigentlich dort vorgestellt hätten, dass man auch hier eine vierspurige Straße einfach zurückbaut und anstatt den Radweg und den Fußweg hier ein bisschen breiter zu machen. Also wenn das wird jetzt wahrscheinlich gebaut, hat man hier 1,60 Meter Radweg und 1,90 Meter Gehweg. Das ist definitiv besser als heute, weil heute ist es eigentlich nur ein Gehweg, der für Radverkehr freigegeben ist. Also man müsste dort eigentlich mit 7 km/h fahren als Radfahrer. Man darf auch auf der Straße fahren, aber auf einer vierspurigen Straße zu fahren mit Busverkehr ist jetzt nicht so angenehm für viele Leute. Und deswegen würden wir sagen, man kann hier auch einfach eine Spur umwidmen. Wo sollen denn diese ganzen Autos hin? Also man kann ja nur im Prinzip nur zum Zubringer vorne, und da ist ja auch die Auffahrt jeweils einspurig. Also wir sehen nicht, warum diese riesen Kfz-Kapazitäten vorgehalten werden sollen, wenn die ganzen Klimagutachten sagen, dass wir bis 2030 30% des städtischen Kfz-Verkehrs reduzieren müssen. Und 30% weniger Kfz gibt auch Spielraum für eine Kapazitätsreduzierung für den Kfz-Verkehr in der Berliner Allee. Ein weiteres Beispiel ist die Lörracher Straße, ich habe es vorhin schon erwähnt, der FR3, der ist dann von Gutleutmatten nach Norden in 2-3 Jahren, wenn die Friedhofstraße gebaut ist, in einem Zustand, wo man ihn benutzen kann, mit ein paar Lücken noch oder ein paar Ärgernissen vielleicht auch, aber die Fortführung nach Süden in der Lörracher Straße, die fehlt dann halt noch. Da haben wir heute die Situation, dass der Fußverkehr im Prinzip keinen Platz hat, also hier neben den Bäumen sich irgendwie durchschlängelt. Die Fahrbahn ist sehr breit. Und da sehen wir jetzt die Frage, wie geht man da ran? Da ist auch eine Sanierung der Straße ohnehin anfällig. Also ich glaube, Kanäle oder so mussten da gemacht werden. Das heißt, man wird die anfassen. Und wir sind da auch im Austausch. Und jetzt kann man halt entweder sagen, man versucht hier die Fahrbahn ein bisschen schmaler zu machen und dann den Radfahrstreifen ein bisschen breiter und vielleicht noch was für die Fußgänger. Aber so richtig viel wird man da nicht schaffen können, wenn man auch hier diese Kfz-Spuren in beide Richtungen behalten wird. Und wir sagen einfach, zack, Paradigmenwechsel, es gibt nur noch einen Fahrstreifen von Gutleutmatten in Richtung St. Georgen, weil so auch die Rettungswege fahren müssen, also die Rettungsfahrzeuge. Und in die Gegenrichtung gibt es einfach einen zweispurigen Radweg und dann haben die Fußgänger hier Platz auf beiden Seiten. Und das wäre für uns mal eine wirkliche Umgestaltung. Viel Platz für Fuß- und Radverkehr und eine Einschränkung tatsächlich für den Kfz-Verkehr. Ob das jetzt ein Zweirichtungsradweg auf einer Seite ist oder auf beiden Seiten ein Radweg gemacht wird, das ist eine Abwägungsfrage, da kann man sicherlich drüber diskutieren, aber diese Frage, dass da weniger Kfz-Verkehr stattfinden muss, um das attraktiv zu machen für Fuß- und Radverkehr, ist eigentlich zweifelsfrei. Und die beiden, also nicht ganz parallel, aber im Prinzip der Ausweichverkehr würde auf eine vierspurige Bundesstraße gehen. Wenn wir
Ja, natürlich wird es Ausweichverkehr geben, aber ich glaube, wir müssen den Kfz-Verkehr, die Infrastruktur zurückbauen, dass es überhaupt mal einen Anreiz gibt oder einen Ansatz gibt, dass sich die Gesamtzahl auch reduzieren kann. Ja, soweit von meiner Seite für diese Zwischenbilanz des Fuß- und Radentscheids in Freiburg. Ich würde die Aufnahme jetzt mal beenden und dann können wir in die Diskussion kommen.